Sonny Glas ist seit dem 26. August 1890 eine Haltestelle von der heutigen Matterhorner Gotthardbahn. Zweifellos hat man den Namen St. Niklaus oder eben im Walliser Dialekt Sonny Glas vom heiligen Nikolaus von Myra abgeleitet. Die Bezeichnung Sonny Glas hat man zuerst nur für die Pfarrei gebraucht und erst im 19. Jahrhundert den Öfertsdorf und die Gemeinde. Gewachsen ist Sonny Glas aus einem Treffpunkt von einem römischen Handelsweg. Später ist es dann zu einem Handelszentrum gewachsen. 1866 haben sich die zwei Gemeinden Sonny Glas Matt und Sonny Glas Dorf zur Gemeinde Sonny Glas zusammengetan. Die Sonny Glaser Bergpioniere haben mit ihren Erstbesteigungen weltweit für Aufsehen gesorgt. Das Bergführermuseum im Meierturm in der Mitte von Sonny Glas entfiert der Gast noch heute in die Zeit dieser Alpenpionier. Sonny Glas hat grosse Bedeutung für den Tourismus und ist ein Ausgangspunkt zu den Destinationen Griechen und Zermatt. In der Gemeinde Sonny Glas hat es auch den Industriebetrieb Gentilla AG, eine Zweigniederlassung von der Robert Bosch GmbH. Hier macht man Elektrogeräte, aber auch Stichsägeblätter.